Wenn du Wissenschaftler bist, wird dir im Laufe deines Werdeganges die unvermeidliche Einteilung in Genetik oder Umwelteinfluss eingetrichtert. Und das etwa auf der gleichen Ebene wie Coca-Cola oder Pepsi oder Griechen gegen Trojaner. Genetik oder Umwelteinfluss, diese übertrieben vereinfachende Betrachtungsweise der Faktoren, angefangen bei der Frage, wie Zellen mit Energiekrisen umgehen, bis hin zu den Einflüssen, die uns auf höchster Persönlichkeitsebene zu Individuen formen. Auf allen Ebenen herrscht diese völlig falsche Gegensätzlichkeit, in der die Genetik als Basis für jede Kausalität im Leben gesehen wird. Die DNS sei der Code aller Codes, quasi der heilige Gral, und alles würde davon bestimmt. Auf der anderen Seite haben wir die sozialwissenschaftliche Perspektive, die besagt, dass wir soziale Wesen seien und Biologie vor allem etwas für Schleimpilze. Wir Menschen wären frei von Biologie. Nun, offensichtlich sind beide Ansichten Unsinn. Stattdessen sieht man, es ist praktisch unmöglich zu verstehen, wie Biologie getrennt von den Umwelteinflüssen funktioniert. Eine der haarsträubendsten, aber weit verbreiteten und potenziell gefährlichen Ansichten ist: Oh, dieses Verhalten ist genetisch bedingt. Was bedeutet das? Nun, es hat viele subtile Bedeutungen, wenn man moderne Biologie versteht. Für die meisten Leute läuft es jedoch auf eine deterministische Sicht des Lebens hinaus, verwurzelt in der Biologie und Genetik. Gene seien demnach etwas Unveränderliches und genetisch bedingtes Verhalten unvermeidlich. Man sollte lieber keine Ressourcen dabei verschwenden, es zu verändern. Genauso wenig sollte gesellschaftliche Energie in einen Versuch investiert werden, etwas zu verbessern, denn es ist ja unvermeidlich und unveränderlich. Das ist blanker Unsinn. Es wird weitläufig angenommen, dass Störungen wie ADHS genetisch bedingt seien, dass Störungen wie Schizophrenie genetisch programmiert seien. Das genaue Gegenteil ist der Fall. Nichts ist genetisch programmiert. Es gibt sehr seltene Krankheiten, nur eine Handvoll und extrem wenig in der Bevölkerung vertreten, die wirklich genetisch vorbestimmt sind. Die meisten komplexen Krankheiten mögen eine genetische Prädisposition haben, eine genetische Komponente. Aber eine Prädisposition ist nicht dasselbe wie eine Vorbestimmung. Die ganze Suche nach den Ursachen für Krankheiten im Genom war zum Scheitern verurteilt, bevor überhaupt jemand daran dachte, weil die meisten Krankheiten nicht genetisch vorherbestimmt sind. Herzkrankheiten, Krebs, Schlaganfälle, Rheumaerkrankungen, Autoimmunkrankheiten generell, psychische Krankheiten, Suchtprobleme, nichts davon ist genetisch vorherbestimmt. Zum Beispiel, von 100 Frauen mit Brustkrebs haben nur 7 Brustkrebsgene, 93 nicht. Und von 100 Frauen, die diese Gene haben, bekommen nicht alle Krebs. Gene sind nicht nur etwas, das uns unabhängig von unserer Umwelt zu einem bestimmten Verhalten bewegt. Gene geben uns unterschiedliche Möglichkeiten, auf unsere Umwelt zu reagieren. Und es scheint sogar, als ob manche frühkindlichen Einflüsse und Erziehungsweisen die Genexpression beeinflussen, indem verschiedene Gene an- oder abgeschaltet werden. Sie lenkt uns auf eine andere Entwicklungsschiene, die zu der Umwelt passt, der wir ausgesetzt sind. Als Beispiel, bei einer Studie über Selbstmordopfer in Montreal untersuchte man bei Autopsien die Gehirne dieser Leute und es stellte sich heraus, dass wenn ein Selbstmordopfer, normalerweise junge Erwachsene, als Kind missbraucht worden war, der Missbrauch eine genetische Veränderung im Gehirn bewirkt hatte, die in Gehirnen von Menschen fehlte, die nicht missbraucht worden waren. Das nennt man epigenetischen Effekt. Epi bedeutet darüber, also ist ein epigenetischer Einfluss ein Umwelteinfluss, der entweder zur Aktivierung oder Inaktivierung bestimmter Gene führt. In Neuseeland gab es eine Studie in einer Stadt namens Dunedin, in der ein paar tausend Menschen von ihrer Geburt bis in ihre 20er untersucht wurden. Es konnte eine genetische Mutation, ein abnormales Gen, identifiziert werden,
die in gewissem Zusammenhang mit der Veranlagung steht, Gewalttaten zu begehen, aber nur, wenn der Betroffene selbst Opfer schweren Kindesmissbrauchs geworden war. Ein Kind mit diesem abnormalen Gen würde nicht mehr zur Gewalttätigkeit neigen als irgendein anderes. Tatsächlich wiesen sie sogar eine niedrigere Gewalttätigkeitsrate auf als Menschen mit normalen Genen, solange sie nicht als Kinder missbraucht worden waren. Ein weiteres gutes Beispiel dafür, dass Gene nicht alles sind: Es gibt eine raffinierte Technik, mit der man ein bestimmtes Gen einer Maus unterbinden kann. Diese Maus und ihre Nachkommen haben es dann nicht mehr. Man hat das Gen ausgeschaltet. Da ist also dieses Gen, das ein Protein steuert, welches für Erinnerung und Lernprozesse verantwortlich ist. Bei dieser fabelhaften Demonstration schaltet man das Gen aus und erhält eine Maus, die nicht mehr so gut lernt. Oh, eine genetische Grundlage für Intelligenz. Was viel weniger Beachtung fand bei dieser bahnbrechenden Studie, die von allen Medien aufgegriffen wurde, ist Folgendes. Wenn man diese genetisch beeinträchtigten Mäuse in einem viel reichhaltigeren Umfeld aufzieht als die normalen Mäuse in ihren Laborkäfigen, dann überwinden sie ihr Defizit vollkommen. Wenn man also im heutigen Sinne sagt, oh, diese Verhaltensweise ist genetisch bedingt, sofern man das überhaupt noch als gültige Formulierung verwenden kann, dann sagt die Person nicht mehr als, es gibt einen genetischen Beitrag dazu, wie dieser Organismus auf seine Umgebung reagiert. Gene mögen die Fähigkeit beeinflussen, mit der ein Lebewesen mit gewissen Umweltherausforderungen zurechtkommt. Das ist aber nicht die Version, die die meisten Leute im Kopf haben. Und ohne hier eine Predigt halten zu wollen, aber mit der alten Vorstellung, die bei dem Satz, es ist genetisch, mitschwingt, sind wir nicht weit entfernt von der Geschichte der Eugenik und anderen Dingen dieser Art. Es ist eine weit verbreitete Irrmeinung, und zwar eine womöglich ziemlich gefährliche. Die biologische Erklärung für Gewalt. Diese Hypothese der genetischen Ursache ist möglicherweise ziemlich gefährlich. Nicht einfach nur irreführend, sondern sie kann wirklich Schaden anrichten. Auf dieser Basis könnte man sehr leicht sagen, tja, man kann leider nichts daran ändern, dass einige Menschen eine Neigung zu Gewalttätigkeit haben. Alles, was wir tun können, ist, sie zu bestrafen oder einzusperren oder hinzurichten. Aber um eine Veränderung der gesellschaftlichen Umgebung und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, die zu Gewalt führen, brauchen wir uns nicht zu kümmern. Sie sind irrelevant. Das Argument mit den Genen erlaubt uns den Luxus, vergangene und gegenwärtige gesellschaftliche Faktoren zu ignorieren. Mit den Worten von Louis Menon, der im New Yorker sehr scharfsinnig schrieb, es liegt alles an den Genen. Ist eine Erklärung, warum die Dinge so sind, wie sie sind, die aber den Status quo nicht bedroht. Warum sollte jemand unglücklich sein oder asoziales Verhalten zeigen, wenn er in der freiesten und wohlhabendsten Nation der Erde lebt? Es kann nicht am System liegen, da muss etwas falsch verdrahtet sein. So kann man das gut ausdrücken. Das Argument mit den Genen ist einfach eine Ausrede, welches uns erlaubt, die gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und politischen Faktoren zu ignorieren, die in der Tat vielen problematischen Verhaltensweisen zugrunde liegen.